Und damit herzlich willkommen zurück zu Hitman. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Wir haben in der ICA-Einrichtung alles geschafft. Die letzte Mission da muss ich nochmal auf 100% bringen. Aber ansonsten sind wir jetzt in Paris. Ich habe ungefähr 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Und ich würde sagen, das ist die ganz normale Mission. Und ich glaube, ich spiele mal einen Feiertagsinhalt heute. Ich hoffe, der dauert nicht so lange. Ich weiß auch nicht, was man da machen muss. Man hat 2 Ziele. Harry Smoke Bagando, Bagnato und Marv Slick Gonif. Ich darf die umbringen, wie ich will. Und... Okay, habe ich mir ein bisschen durchgelesen. Interessant. Wir können Smoking fahren, alles gut. Können wir einen anderen Standort? Ja klar, könnten wir. Ach, weißt du was? Scheiß drauf, wir spielen einfach mal eine Runde. Ich nehme zum Glück wieder nur mit OBS auf, was deutlich entspannter ist als mit OBS und Shadowplay oder so eine anderen Sachen, die ich jetzt bei anderen Projekten machen musste. So kann ich nämlich einfach wieder vielleicht nicht schneiden. Das wird mir sehr gut gefallen. Ja, und ansonsten warten wir jetzt erstmal darauf, dass das hier anfängt. Stumpfe Waffen betäuben NSCs nur. Okay, was sind NSCs nochmal? Keine Ahnung. NPCs vielleicht. Nicht Spielercharaktere. Ja. Oh, hier waren wir doch schon mal. Oh, wer ist hier? Alter. Hier ist er feierlichst geschmückt, aber ich habe wenig FPS. Sehr schön. Sehr gut. Haben wir Herausforderungen? Wir haben Herausforderungen? Redigniert. Ah, okay. Das sind nur die Standard-Herausforderungen. Wir haben keine Mord-Herausforderungen, okay. Oder? Ah, die haben das geändert. Wichtel. Ho. Lehren Sie den Typen und den anderen Typen als Weihnachtsmann verkleidet. Durch einen Unfall, okay. Beschaffen Sie alle 12 Gegenstände, die die Einbrecher stehlen wollen, bevor sie es tun. Was? Töten Sie die Zielperson nicht, bevor Sie. Ja. Oh, Tannenbaum. Propangas-Explosion, sobald Sie mit leeren Händen zurückkehren. Ziegelstern ruhig. Schließe ja durch die Herausforderung. Alter, die wichtigen Herausforderungen sind ja richtig krass. Ja. Microphone muted. Check out the weirdo. Sir? Microphone activated. So, willkommen zurück. Ich bin schon mal ein Stück weiter gegangen, falls euch das im Recht war. Halt doch mal deine Fresse. Ich kann speichern. Oh, nice. Ich kann endlich wieder speichern. Halt deine Schnauze. Assi. Den wollte ich eigentlich nur rumhauen, damit er mich nervt. Penner. So. Machen wir mal weiter. Okay, wo sind unsere Ziele? Eins da oben, eins da unten. Als Weihnachtsmann würde ich hier ganz gerne erledigen. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Weihnachtsmann-Kostüm herkriege. Und ich will auch, wie gesagt, hier nicht schneiden.
Danke. Ups, das wollte ich nicht. Da oben ist er. Das heißt, ich muss eigentlich in den ersten Stock und dann darf ich nicht rein. Boah, dieses Glocken. I wish I had that job. Stop, you look fine. I know I look fine. He's like a... Hey, how you doing? Gar nicht so viel. Ich muss da eigentlich hoch. Wie kommt man denn da hoch? Durfte ich hinten rein? Looking good, sir, but due to increased security, I can't let you through. Okay. Was muss? That's okay. He's what? Gut. Look, nice. Oh Gott, die anstrengende Musik ist hier wieder. Naja, hier war wenigstens kein Level mit Copyright-Musik, wo ich aufpassen musste, dass nichts passiert. Hallo, Sir. Hallo. Speichern. Das da. Yep. Das wollte ich nicht. Und der lautlose Angriff? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich dachte mir so, ja cool, erdrosseln wir den mal kurz. Easy peasy. Hey Mister! You're not allowed to be here. Chuck, whoa, stop! What in the world is that play? Is everything okay? Don't hurt him! Alright. Das war nicht so geplant. Okay, die wissen, glaube ich, alle Bescheid. Wir müssen uns eine andere Sache suchen. Wir können den einen ja mit einer Münze weglocken, den anderen plätten und dann fertig. Wir könnten zwei Leute hier in den Schrank stecken. Gut, der interessiert sich dafür. Geh, los, geh. War E richtig? Ne, B war richtig. Kacke. Das mit den Tasten habe ich mir nicht so ganz gemerkt, nämlich. Hallo, mein Kleiner. Hm? Hallo, mein Schatz. Wie schön, dich zu sehen. So, jetzt dich möchte ich mich gern verkleiden. Und dann möchte ich dich gerne ziehen. Ziehen. Und dann möchte ich gerne auch hier reinstopfen. Danke. Hat mal wieder so funktioniert wie immer. So, aufstehen. 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 Danke. Küchenmesser nehmen, Küchenmesser wegstecken. Ich darf das sogar tragen, what the fuck. Okay, danke. So, wo sind die beiden? Okay, der eine ist da, was ist das andere? Okay. Gut, dann hauen wir erstmal den hier unten weg, würde ich sagen. Wieso darf der sich hier eigentlich so frei bewegen? Frage ich mich da. Der Arsch. Öffnen. Das ist nur so eine Weihnachtsbude. Was ist denn hier der nächste Schrank? What the... Okay. Wo ist der Junge hin? Da hinten. Ich verfolge das. Moin. Jo, moin. Moin. Ach, der ist Presse, der Pisser. Wir verfolgen den jetzt mal kurz. So, das würde ich gerne vorspulen, aber kann ich halt nicht. Also könnte ich schon, aber dann muss ich wieder schneiden. Bäh. Ich wollte mal gucken, was man da machen konnte. Erstmal kann man sich hier die Münze schnappen. Was könnte man hier machen? Münze einwerfen. Okay, cool. Aber unnütz. Got anything stronger than wine here?
Münchenverschwendung, genau. Münchenverschwendung. Hallo? Böse. Target eliminated. Meint ihr, ich kann ihn hier einfach liegen lassen? Können die bestimmt einfach liegen lassen, oder? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber man kann es ja mal probieren. Wo ist der andere schon wieder? Da, okay. Wir müssen jetzt also hoch. Und hoch ging es. Da, glaube ich. Glas zerbrechen, Vitrine. Okay. Wäre gut, wenn der Hüter sich gemerkt hätte, wo es hoch ging. Hat er ja. Scheinbar. Darf ich hier überhaupt hoch? Darf er nicht, okay. Natürlich, der Guard da ganz hinten entdeckt. Es ist laut, Entschuldigung. Wir müssen kurz eine andere Treppe suchen. Ich hab echt keine Ahnung mehr, wo Treppen waren. Doch, hinten war noch eine, genau. Da bin ich, glaube ich, auch immer als Page hoch und runter gelaufen. Da ist auch einer, ups. War nur runter, ne? Ne, auch hoch. Okay, nice. Wir haben eine Treppe gefunden. Sehr gut. Das heißt, wir laden hier mal kurz hoch. Und dann. Sir? Sir? You really shouldn't be here. Wir dürfen hier echt nicht sein. Wow. Sir, you were trespassing. Nee, wir dürfen hier echt nicht sein eigentlich. Das können wir ja ändern. Hallo, ich würde dich gern ziehen, danke. Ach, leck mich am Arsch, ich hab nicht gespeichert. Was machst du denn da? Ach, ich muss dir ausloggen. Ach, kacke. Ah, hab ich vergessen. Mission laden. Kacke, wir haben nicht mehr gespeichert. Mist. Können wir uns als der verkleiden? Habe ich gar nicht ausprobiert. Ich muss ein bisschen aufmerksamer werden. Dupdi-dupdi-du. Bleib mal liegen. Target eliminated. Ich kann mich nicht als er verkleiden. Schade. Aber ich kann doch mit Sicherheit so machen und die da hinschmeißen und dann hört er das, oder? Ja, hört er. Okay. Halt dein Maul. Du wirst nicht meine Münze aufheben. Verstanden? So, okay. Ich bin auf einmal Mr. Security. Wir machen mal ziehen, stopfen in den Schrank, nehmen die Waffe natürlich mit. Weil bewaffnet sein ist immer besser als unbewaffnet sein. Zack, und dann sind wir fertig. Ich hoffe, jetzt dürfen wir auch diese beschissene Treppe hochgehen. Das stimmt ja wohl zu als Security. Oder? Oder echt nicht? Ja, siehst du? Security darf das. Jo, der ist noch einen Stock höher. What the fuck? Und klaut gerade irgendwas. Das heißt, wir müssen uns dringend noch einen Stock nach oben. Das geht hier nicht.
Hier in den oberen Bereichen habe ich mich nie aufgehalten. Oder? Ja doch, als ich sie umgehauen habe, aber das ist ja schon A, lange her und B, lange her. Ich weiß noch nicht mal, wo es hochgeht. Da geht's gleich wieder runter, ne? Das war nicht so gut. Der ist da oben. Das muss doch hier irgendwo hochgehen. Überwachungskamera hat mich gefilmt. Die interessieren sich nicht. Ja, hier geht's hoch. Nice. Hi. Sorry. Bim schon weg. Bim schon weg. So, nehmen wir doch mal hier so eine Münze. Machen wir hier die Tür auf, damit er es auch hört. Dann schmeißen wir das Ding mal dahin. Ja, du hast das gehört, ich weiß. Warum muss der da auch lang kommen gerade? Die müssen jetzt gerade beide hier reingehen, oder was? Ah ja, die Schnauze. Ich hab schon wieder nicht Angry Fish, angry. Ah, wir wissen jetzt, was wir machen müssen, okay. Gut. Wir hauen ihn um. Hauen einen Wachmann um. Hauen einen anderen Wachmann um. Ah, ich hab vergessen, dass ich ihn erstechen muss. Upsi. So. Target eliminated. Zack. Hast du gehört, ne? Willst du mir verarschen? Das hast du doch letztes Mal gehört. Ja, danke. Wow. Ja, ich könnte doch einfach einen Jobsauger einschalten. Willst du mich verarschen? Ja, los, komm doch. Ich habe gerade echt nicht verstanden, warum sich einfach umgedreht hat und nichts gemacht hat. So. Halt mal deine Schnauze. Okay. So, wir haben jetzt wieder dieses Outfit. Jetzt speichere ich auch gleich erstmal. Ja, wir stopfen ihn erstmal in den Schrank. Speichern. Speichern. Ja, nice. So, ich glaube, dem zweiten schießen wir einfach in den Kopf. Da habe ich, glaube ich, mehr Bock drauf. So, hier hoch. Jetzt gehen wir gleich hier rum. Der läuft ja. Die kleine Sau, ey. Achso, hier muss ich mit dem Schlüssel rein. Okay. Wir können aber so mal nach da hinten gehen. Also hier lang. Hier durch. Und da steht hier schon einer von den Süßen. So. Den können wir nicht. Ach ja, genau, den müssen wir hier reinlocken. So, nochmal. Verstecken wir uns mal im Schrank. Weil hier kommt ja gleich einer von denen sowieso rein, glaube ich. Ich fahr mal ab. Einer musste Pippi, einer ist nur vorbeigegangen letztes Mal. Okay, scheinbar muss diesmal keiner rein. So. So, der Junge hat das doch gehört. Der stellt sich jetzt vor mich. Tür zu.
T. B. Danke. So, weg damit. Easy. Speichern. Hat ja lange genug gedauert. Hi, Freunde. Scheiße, deine Treppe erkennt mich. Das ist natürlich ungeil, so, warte mal. Guck mal, du gehst jetzt brav weg, ne? So, wo ist der Typ? Ich wollte gerade sagen, jetzt sag mir nicht, dass der ein Stockwerk tiefer ist. Den krieg ich aber Pickel. Die erkennen mich beide nicht. Okay, alles super. Ja, moin. Darf ich hier rein? Kein Problem, okay. Sehr gut. Das hier ist irgendwas ganz anderes. Dieser Pisser! Jetzt geht der wieder runter. Ich möchte ihn ja schießen, den Arsch. Es wäre richtig cool, wenn man als Wache auch Leute dazu auffordern könnte. Ja, das wollte ich nicht. What's up, bud? Die Leute aufzufordern, ihre Taschen zu leeren und sowas. What? Der wirft auch Münzen! Diese kleine Snitch, ey. Was ist denn das für einer? Was ist denn das für einer, ey? Der wirft auch Münzen. Na, scheiße, hier können wir ihn irgendwo verstecken. Asi. Ich speichere mal kurz. Abbrechen, da. Dann gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Alle Pistole, alle aufstehen, bam. Und wir gehen raus. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Ja, warte mal, Exit könnten wir ja mal. Sauberer Schuss, nice. Ja, Herausforderung haben wir noch geschafft. Da ist doch einer. So, er kann hier raus, okay. Oh, wir fliegen weg, nice. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt entdeckt wird. Aber passiert schon nicht. Wir sind gleich weg hier. Alles unentdeckt geschafft. War nicht der schönste Weg, aber mit Sicherheit ein funktionabler. Und die wundern sich auch nicht, warum der Helikopter da fliegt. Gut, mit diesem 23-Minuten-Part habe ich dann. Es hat euch gefallen. Und wir sind nicht furchtbar weitergekommen. Egal, macht ja nichts. 3 Punkte. Wir waren nicht immer unbemerkt. Es wurden Aufnahmen von uns gemacht. Ach ja, stimmt. Die hätte ich mal entsorgen können. Da hast du recht. Ja, gut. Dann hoffe ich, euch hat dieser kurze Part gefallen. Also kurz in Anführungsstrichen, dieser einfache Part. Und dann sehen wir uns nächstes Mal bei einer Mission wieder. Also bei einer Herausforderung. Bis dahin. Tschüss.